Viele Leute sagen, Caputoro sei schuld daran, dass der Laden dicht machen musste. Jähzornig nennt sie unseren Schutzpatronen. Aber wenn du mich fragst, sind wir Menschen selbst daran schuld. Wer kam auf die blöde Idee, einen Supermarkt auf dem heiligen Boden Caputoros zu bauen? Tja. Du und deine Pokémon, ihr habt bisher 91 Kämpfe gegen andere Trainer bestritten. Dann kennst du die Wechselwirkungen zwischen den Typen inzwischen sicher in- und auswendig. Oh, cool. 91 schon. Coole Statistik. So. So, was haben wir hier? Tipps für Trainer. Auf der Wohlfühlinsel im Pokémon Resort lassen sich manchmal wilde Pokémon nieder. Mhm. Wenn man seine Schätze in der Blase von Aranestro verstauen könnte, wären sie dort bestimmt sicherer als in jedem Dressur. Was ist eine TM? Diese Frage lässt sich nur auf einem Weg beantworten. Möglichst viele TMs sammeln. Da wir gerade beim Thema sind, wie viele TMs hast du denn schon? Du hast also 23 TMs gesammelt, nur weiter so. Am besten nutzt du auch das Potenzial der Pokémobil-Pokémon und suchst alle Ecken ab. Okay, da hat mir dann die Statistik, wie viele TMs ich schon habe. Kann ich zwar selber zählen, aber na gut, warum nicht? Warum nicht? So, hier ist wieder Route 15 Wasserweg. Hier haben wir wieder ein schönes Wetterchen. Und hier drin scheinen alle zu sein. Wow, Niki, das ist also das Etto-Haus. Oh, jemand Neues. Ihr müsst kämpfen. Wie, wo, was? Wir passen hier auf, bis Lola wieder zurück ist. Oh, was? Und schon greifen sie uns an. Vorschüler Erik. Mit einem Elekid. Wobei kommt er ein Elekid Level 32 her? Ich kämpfe wie ein Großer. Gar nicht schlecht, oder? Kannst du deinem Mangunio mal sagen, dass der Kampf vorbei ist? Das tut weh. Da bin ich wieder. Ich sehe, ihr habt euch schon kennengelernt. Meine Einkäufe sind jedenfalls erledigt. Wir kennen uns besser, als mir lieb ist. Nanu, wo ist denn Lilly? Lilly ist bei Hapu geblieben, aber sie kommen bald nach. In der Zwischenzeit könntet ihr doch eine Prüfung absolvieren. Welche? Na, meine natürlich. Ich bin schließlich ein Captain. Sag bloß, das wusstet ihr nicht. Ein Reißlaus. Entwickelt sie zur Tektas. Brauche ich glaube gerade nicht mehr. Und ein Spielzimmer. Meine Prüfung findet in einem verlassenen Laden in der Nähe statt. Warte vor dem Edo-Haus auf mich, dann führe ich dich persönlich dorthin. Alles klar. Was soll das? Lass das bitte. Was denn? Deine Handtasche hat sich plötzlich bewegt. Da wird man wohl noch neugierig sein dürfen. Es könnte ja ein seltenes Pokémon darin sein. Die klauen wir nämlich, um uns was dazu zu verdienen. Aber auch weniger seltene Pokémon bringen Geld ein. Also lass mal rüberwachsen.
Knicki. Schon klar, jetzt kommt der mutige Trainer, der das Mädchen in Not beschützt, aber die Tour vermassle ich dir. Wart's ab. Trainerin, bitte. Ein Team Skalrüpel. Der Dramato-Typ. Schaumserenade. Ja, das war's auch schon. Okay, genug. Mein Bro Dramato sieht auch schon total gelangweilt aus. Tschüssikowski. Puh, vielen Dank, Niki. Ich wollte mich auch einmal wie ein Trainer fühlen und war gerade ein wenig spazieren. Ich hatte mich von Hapu verabschiedet. Da wollte Wölkchen plötzlich aus der Tasche hervorkommen. Los, Wölkchen, du solltest dich auch bei Niki bedanken. Ich würde mich gern hiermit bei dir bedanken. Hoffentlich werden sie dir auf deiner Inselwanderschaft ein wenig von Nutzen sein. 5 Luxusbälle. Ich habe gerade meine Besorgungen gemacht. Da habe ich sie aus einer Laune heraus gekauft. Oh, Lilly. Alles okay mit dir? Du siehst sehr erschöpft aus. Hier im Adderhaus kannst du dich ausruhen. Danke, Lola. Ich denke, das werde ich auch tun. Meine Prüfung findet an einem Ort jenseits des Dorfes der Kapu statt, Niki. Komm am besten einfach mit. Na gut. Von hier aus musst du einfach Route 14 folgen, dann kommst du wie von selbst zu einem verlassenen Laden. Das ist die Prüfungsstätte. Hast du schon gehört? Es soll ein Pikachu geben, das die Attacke Surfer beherrscht. Wer weiß, wenn du dich voller Leidenschaft ins Mantak-Surfen hineinkniest, kreuzen sich eure Wege ja vielleicht eines Tages. Was? Voll gefährlich hier hochzulaufen, damit man nicht runterfällt für ein 11-jähriges Kind, so, wo hier alles eingestürzt ist, hier oben, das Teil da oben könnte ja auf mich drauf fallen und hier klatschen sie einfach einen Herrscher-Sticker hin. Das ist schon gefährlich. Weil die Herrscher-Sticker, die wurden ja verteilt. Gerade für uns. Die Items, die können ja mal da verloren gehen, wenn jemand da was erforscht, aber keine Herrscher-Sticker. Na sowas, die Angel, die du da hast, die stammt doch von Tracy. Exakt. Angler Lars, fordere dich heraus. Ein Barsch war? Oh, da habe ich miese Erinnerungen an das Pokémon. Ja, miese Erinnerungen. Warum? Ja, ich hab's mal in Pokémon... Was war denn das? Smaragd? Rubin-Saphir Smaragd, ja, Smaragd. Habe ich damals ewig gebraucht, bis ich es gefangen habe. Wusste aber nicht, wie man es entwickelt. Und was habe ich getan? Ja, ich habe tatsächlich ein Barschar immer weiter in der Liga mit EP-Teile auf Level 100 trainiert. Immer weiter und immer weiter und es hat sich nie entwickelt. Und ich wusste nicht, was ich falsch mache. Ich hatte damals auch, glaube ich, noch kein Internet, das ich nachschauen könnte. Mir konnte es niemand sagen. Also habe ich da tatsächlich Barschar auf Level 100 trainiert. Ende vom Lied war, damals in Pokémon Smaragd musste man diese blöden Pokeriegel, hießen sie da, glaube ich, da, benutzen, um die Schönheit von Barschar aufs Maximale hochzutrimmen.
Erst dann entwickelt sich das dumme Teil. Jetzt braucht man, glaube ich, eine Schönschuppe oder sowas und muss es tauschen. Damals musste man das mit den blöden Riegeln machen. Ich hätte kotzen können, als ich das dann irgendwann mal erfahren habe. Aber ich habe es dann getauscht. Naja. So ist das halt. So, gibt es da oben noch irgendetwas? Noch ein Sticker. Oh. Für seltene Pokémon würde ich alles tun. Ich würde sogar bis ans Ende der Welt reisen. Pokémon-Sammler Robin. Mit einem Larvitar. Schaumserenade. So, und 31. So, da hinten haben wir noch ein Item. Ein Top-Beleber. Da wären wir. Meine Prüfung wartet am Ende dieser Treppe auf dich. Niki, endlich ist es soweit. Also, ich erkläre dir jetzt mal, worum es bei der Prüfung geht. In diesem verlassenen Laden spuken jede Menge Geister-Pokémon herum. Bei meiner Prüfung geht es nun darum, das Herrscher-Pokémon zu finden und mit dem Pokémon-Sucher ein Foto von ihm zu schießen. Das Herrscher-Pokémon versteckt sich sehr gerne und spielt anderen am liebsten Streiche, aber keine Sorge, es ist nicht gefährlich. Wenn du andere Pokémon fotografierst, wird es neidisch und will unbedingt ins Rampenlicht. Wenn also irgendwo etwas Merkwürdiges geschieht, dann untersuche die Stelle doch mal. Hinter dem Spuk steckt ganz bestimmt ein begeisterter Pokémon, das nur darauf wartet, fotografiert zu werden. Hier, ich leihe dir meinen Pokémon-Sucher. Rotom ist ja auch ein Geister-Pokémon, nicht wahr? Das passt ja wunderbar. Warte, ich stelle ihn schnell für dich ein. So, ich habe dir für die Prüfung den Fotomodus eingestellt. Deiner Fotosafari im verlassenen Laden steht jetzt also nichts mehr im Weg. Sobald du den verlassenen Laden betrittst, heißt es, mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Du kannst drinnen keine Pokémon fangen und hinaus gelangst du nur, wenn du aufgibst. Also betritt den Laden bitte gut vorbereitet. Alles klar. Gut zu wissen, ich gehe ganz normal zum Pokémon Center und werde natürlich meine Pokémon heilen. Das machen wir jetzt noch ganz kurz davor. Und dann geht's mit der nächsten Prüfung schon los. Na, wie gesagt, wir können ja dann nicht mehr raus. So, und nochmal kurz speichern. Und los geht's. Wie man schon weiß, es geht um Geister-Pokémon. Das Problem ist, Gengar kann ich in dem Fall nicht nehmen, weil Gengar eine Schwäche von Geist hat. Das würde nur selber down gehen. So. Die Prüfung beginnt. Das Förderband bewegt sich wie von Geisterhand. Möchtest du den Pokémon-Sucher aktivieren? Ja.
Oh. Das Pokémon hat sich bemerkt. Oh. Ein Nebulak. Schaumserenade. Das ist ja kein Pikachu gewesen, gell? Der Einkaufswagen bewegt sich wie von Geisterhand. Oh, okay. Kann es sein, dass die Musik buggt oder ist die absichtlich so? Ich finde, die buggt ein bisschen, oder? Oder ist die echt so? Ja, dann fangen wir so, aktivieren wir mal. Oh. Ein Alpollo. Ein Sturm. Und down. Und Gänger Level 41. Perfekt. Da war schon wieder ein Pikachu. Sehr strange. Die Plüschpuppen bewegen sich wie von Geisterhand. Oh nein. So, was haben wir denn hier? Ein Gengar. Wo ist es denn jetzt hin? Da ist es doch. Das Gengar hat mich bemerkt. Oh Gott. Auch down. Okay, ich habe das Pikachu gerade wieder gesehen. Da geht's doch weiter, glaub, gell? Oh, was machst du hier? Wer bist du? Ich bin Snicky. Das tut nichts zur Sache. Verlasse diesen Ort, so schnell du kannst. Die Prüfung ist vorüber. Stimmt noch gar nicht. Dort hinten erwartet dich nur dein Verderben. Brich die Prüfung ab und verlasse diesen Ort. Ich setze die Prüfung fort. Tu, wie ich dir gebiete, verlasse diesen Ort. Ich gehe hier nicht weg. Geh gefälligst. Niemals. Geh gefälligst, geh gefälligst, geh gefälligst. Fotoschießen. Oh, okay. Das Schloss der Tür hat sich wie von Geisterhand geöffnet.
Eine unheimliche Aura ist von irgendwoher zu spüren. Der Pokémon-Sucher hat sich von alleine aktiviert. Oh je. Yeah. Oh mein Gott, was ist das? Ein Mimigma-Herrscher. Hi Sturm. Und jetzt ruft schon direkt Mitstreiter. Einmal Banette. Mimigma. Ich hab's nicht vergessen, dass die erste Attacke komplett nutzlos ist gegen Mimigma. Grandiose Meeressymphonie! Damit wäre Mimigma sowas von zerstört. Autsch. Und Schaumserenade. Und Banette ist auch down. Yeah, Mimigma wurde besiegt. Im Pokémon-Sucher befindet sich jetzt ein weiteres Foto. Es ist ein verschwommenes Foto von Mimigma.